Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde oder vielleicht kurz liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten. Ich freue mich, euch hier herzlich willkommen, ich heiße euch herzlich willkommen hier im Hörsaal bei uns im Namen des Fachschaftsrats Sozialökonomie. Wir freuen uns, diese wichtige Veranstaltung wie jedes Jahr auch diesmal wieder unterstützen zu können und in diesem Rahmen natürlich auch woanders unseren Teil zum notwendigen tätigen Erinnern beizutragen. Bevor Esther euch gleich im Namen des Auschwitz-Komitees begrüßt und es so richtig losgeht, fällt mir die Ehre zu, die organisatorischen Ansagen des Abends zu machen. Nämlich unter anderem, viele von euch haben sicherlich schon die Getränke gefunden. Wenn nicht, dann sei darauf hingewiesen, diese bekommt man direkt nebenan, also aus der Tür raus und direkt wieder rein, im Café Knallhart, dem studentisch selbstverwalteten Freiraum hier am Fachbereich, der heute Getränke, das Café, das heute Getränke und Verpflegung, Gegenstände zur Verfügung stellt. In der Veranstaltung wird es zwischendurch, wie jedes Jahr, eine Pause geben und dort kann sich dann dort gerne versorgt werden. Ich weise darauf hin, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird von der Hamburger Medienwerkstatt hier vorne. Später gibt es sicherlich den einen oder anderen Publikumsschwenk mit der Kamera. Wer nicht gefilmt werden möchte, im Grunde kommt anschließend gerne auf mich oder Rainer zu, um einmal Bescheid zu sagen. Dann bleibt mir als letztes zu sagen, dass ich eigentlich noch auf ein Filmteam vom ZDF angekündigt hatte. Ich sehe es jetzt nicht, aber vielleicht kommt es noch, seid also nicht überrascht. Bevor es jetzt wirklich mit Esther losgeht, werfen wir einmal einen Blick in die Geschichte. Denn das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist nicht neu. Und eine Etappe auf dem langen Weg von 1933 bis heute bestand unter anderem darin, dass 1998 der Siemens-Konzern sein 150-jähriges Bestehen in Berlin feierte und sein 100-jähriges Hamburger Firmenjubiläum. 1998 hat das Auschwitz-Komitee dagegen protestiert. Seit Jahrzehnten kämpften die Überlebenden der Konzentrationslager und Zwangsarbeit für eine späte Wiedergutmachung. Die deutschen Konzerne verweigerten ihnen Entschädigung für Zwangsarbeit. Den inzwischen hochbetagten Überlebenden kam diese Verweigerung einer Leugnung von Schuld und Verantwortung gleich. Anfang der 60er Jahre hatte Siemens auf Betreiben der Jewish Claims Conference Zahlungen an rund 1670 jüdische Überlebende geleistet. Pro Tag allerdings weniger als 1,50 Mark. Kriegsgefangene, sogenannte Fremdarbeiter und KZ-Häftlinge, darunter besonders viele Osteuropäerinnen, gingen leer aus. 1998, mehr als 50 Jahre nach Kriegsende, wuchs der öffentliche Druck auf deutsche Unternehmen, die in der Nazizeit von der Ausbeutung ihrer Arbeitssklaven, ihrer Zwangsarbeiterinnen profitiert hatten. Nun drohte eine Sammelklage vor amerikanischen Gerichten. Auffallend zeitgleich richtete Siemens zum Firmenjubiläum einen Entschädigungsfonds ein. Aus dem Mittel sollte schnell und unbürokratisch Hilfe an Hilfsbedürftige ausgezahlt werden. Das Auschwitz-Komitee hatte gemeinsam mit anderen im September 1998 zu einer Kundgebung aufgerufen, direkt vor dem Eingang zur Hamburger Börse, gleich neben dem Rathaus, wo die Jubiläumsfeier stattfinden sollte. Unsere Sprecherin forderte eine schnelle und unbürokratische Entschädigung, besonders für die Überlebenden in Mittel- und Osteuropa. Viele von ihnen leben heute in bitterer Armut. Und weiter? Wir brauchen keine Denkmäler, wir brauchen Suppe und Brot. Zitierte unsere Rednerin eine ukrainische Überlebende. Entschädigungen sind keine Almosen. Firmen wie Siemens müssen gezwungen werden, ihren Teil dazu beizutragen. 20 Millionen D-Mark werden aber kaum ausreichen, um diese Forderung zu erfüllen. Offene Rechnungen. Überall. Auch in Griechenland,
in Düsseldorf. Mit diesem Blick ins Jahr 1998 übergebe ich jetzt an dich, Esther. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Ganz besonders am Ende dieses Jahres 2019, in dem unsere Welt aus den Fugen geraten ist. Kriege, Attentate wie in Halle, alte und neue Nazis überall, Todeslisten von Faschisten kursieren, aber es gibt auch Hoffnung. Durch Gegenbewegungen, durch Proteste der vielen, durch Klimaschützer und Klimaschützerinnen, durch Bewegungen wie Fridays for Future, durch die Selbstermächtigung der vielen, die eine andere Welt wollen. Und immer sind Antifaschistinnen und Antifaschisten dabei. In Dresden wurde der Nazi-Zustand, Notstand ausgerufen. Für uns in Hamburg und anderswo ist Antifa das Wort des Jahres. Es begann im Januar, als die Hochbahn unsere Plakate nicht aushängen wollte, weil Antifa und Seebrücke drauf stand. Die Antifa war auch im Kreuzfeuer nach einer verunglückten Redepassage in der KZ-Gedenkstätte Neuenkamme. Die Antifa war im Fokus von Petz-Portalen, von Rechten, die Schülerinnen und Schüler gängeln wollten. Menschen wie ich, die den NS-Terror und die Konzentrationslager überlebt haben, sind froh über jeden einzelnen Antifa, der mit uns streitet für eine andere, bessere Gesellschaft ohne Diskriminierung, Verfolgung, Antisemitismus, Antiziganismus, gegen Ausländerhass und die gegen die Ausbeutung der Menschen und unseres Planeten kämpft, Hilfesuchende unterstützt und Geflüchtete aus Seenot rettet. Niemand hierzulande sollte für antifaschistisches Handeln, für gemeinsame Aktionen gegen den Hass, gegen alte und neue Nazis diskreditiert und verfolgt werden. Lukas Werfuß, der Bücherpreisträger 2019, hat gerade gesagt, falls man den Menschen die Möglichkeit geben will, aus der Geschichte zu lernen, wäre die erste Voraussetzung, dass er sich an diese Geschichte erinnert. Dabei, so sagte er, habe ich ihm geholfen. Das wollen wir heute tun.
Wir wollen erinnern und durcharbeiten. Dafür haben wir einige Freundinnen eingeladen. Ilse Jakob, Rosa Badera Jonas. Deren Mütter, wie ich, im Frauen-KZ Ravensbrück inhaftiert waren. Unser Freund Lothar Zieske vom Auschwitz-Komitee, Dr. Henning. Einen jungen Historiker zu den Frauen im KZ Ravensbrück geforscht und dazu eine neue Wanderausstellung kuratiert hat. Das Buch Überlebende als Akteurinnen findet ihr auf dem Büchertisch. Zu Beginn haben Sophie und Jakob von Aktionen des Auschwitz-Komitees im Jahr 1998 berichtet. Viele kleine Schritte, für die wir viel Unterstützung und einen langen Atem brauchen. Wie zum Beispiel bei den Mahnwachen zum Stutthof-Prozess, zum Gedenken an die Pogromnacht, für die Stadthausmahnwache, immer freitags. Nach der Pause gibt es wieder ein Konzert mit Bejarano und Mikrofon Mafia. Unsere Rap-Antwort auf alte und neue Nazis. Und jetzt beginnen wir. Ja, schönen guten Abend. Esther hat mich ja schon angekündigt. Mein Thema ist das Siemens-Lager auf dem Gelände des KZ Ravensbrück. Im Jahr 1942 wurden auf dem Gelände des KZ Ravensbrück Bauten für Siemens und Halske errichtet, die die Voraussetzungen für die Unterbringung und Ausbeutung von Zwangsarbeitern schufen. Die Arbeiten unterstanden dem Reichsluftfahrtsministerium unter der Leitung von Hermann Goebbels, Göring war Verantwortlicher für den Vierteljahresplan. Damit war er für die Kriegsvorbereitungen im ökonomischen Bereich zuständig. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion hatten sich die Kriegshandlungen erheblich ausgeweitet, da viele Rüstungsarbeiter zum Militärdienst eingezogen worden waren, sollten Zwangsarbeiterinnen sie ersetzen. In Ravensbrück wurden zum ersten Mal Häftlinge direkt auf einem KZ-Gelände eingesetzt. Zunächst wurden Frauen mit dem schwarzen Winkel, sogenannte Asoziale, herangezogen. Dann auch deutsche und ausländische jüdische Frauen. Die KZ-Frauen sollten die jüdischen Zwangsarbeiterinnen aus Berlin-Siemensstadt ersetzen, die nach und nach in Ghettos und Vernichtungslager deportiert worden waren.
Das Lager wurde in der Endphase des Krieges am 13. und 14. April 1945 geräumt. Die Frauen mussten in das Hauptlager zurückkehren. Von den darauf folgenden Todesmärschen wissen wir nicht zuletzt durch Esthers Erinnerungen. Von den KZ-Bauten sind nur die Grundmauern erhalten. Auf dem Gelände wurde 1959 die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück errichtet. Die Einladung zu der heutigen Veranstaltung ist mit einem Foto von der Eröffnung bebildert. Seht ihr hier vor uns. Seit 2013 gibt es eine Dauerausstellung. Im September 2019 wurde die bereits erwähnte Wanderausstellung über Frauen im Widerstand eröffnet. Karl-Heinz Roth plädiert dafür, den Begriff der Zwangsarbeit in der Weise zu präzisieren, dass er als Oberbegriff den Begriff der unfreien Arbeit wählt. So ist es möglich, zwischen Dienstpflicht, Zwangsarbeit von Kriegsgefangenen und als Extremform von KZ-Häftlingen zu unterscheiden, der sogenannten Sklavenarbeit. Die Bedeutung des Siemenslagers für die Rüstungswirtschaft ist schon angesprochen worden. Was bedeutete die Errichtung für die Firma Siemens selbst? Die Verschärfung der Kriegssituation betraf auch sie. Der Berliner Arbeitsmarkt, wie es so schön heißt, war leergefegt. Da versprach das Geschäft, das Siemens mit der SS abschloss, Vorteile. Zum einen bekam Siemens zusätzliche Arbeitskräfte. Bis Kriegsende ließ Siemens 2000 bis 2300 Frauen Kippschalter, Mikrofone und Messinstrumente bauen. Die Firma war zum anderen überrascht darüber, wie hohe Leistungen sie aus den Frauen herauspressen konnte. Sie errichtete daraufhin im Jahr 1944 Wohnbaracken, um die Wege zur Arbeit zu verkürzen. Die Firma Siemens sah die Produktionsergebnisse im Siemenslager Ravensbrück als so positiv an, dass sie sich in verstärktem Maße der Sklavenarbeit bediente, sodass im Jahr 1944 der Anteil der KZ-Häftlinge an der Gesamtbelegschaft 7% betrug. Karl-Heinz Roth sieht innerhalb der Ausbeutung der KZ-Häftlinge durch Siemens verschiedene Schweregrade. Als extrem terroristisch bezeichnet er, Zitat, den Verschleiß von Arbeitskapital in groß angelegten Bauvorhaben innerhalb weniger Monate. Die Ausbeutung im KZ Ravensbrück ordnet er folgendermaßen an, Zitat, es wurde Sklavenarbeit an hochgradig zerlegten Taktarbeitsplätzen in Verbindung mit einem doppelten Überwachungssystem, Aufseherinnen des Unternehmens und SS-Aufseherinnen ausgebeutet, wobei die Furcht vor ständigen Misshandlungen und vor Nahrungsentzug als Leistungsstachel wirkte. Zitat Ende. Nach 1945 versuchte Siemens davon abzulenken, dass die KZ-Häftlinge unter diesen terroristischen Bedingungen arbeiten mussten. In einem Papier vom 31. Oktober 1945 über den, Zitat, Einsatz ausländischer Zivilarbeiter, Kriegsgefangener, Juden und KZ-Häftlinge im Hause Siemens wurde fälschlich behauptet, der Einsatz von KZ-Häftlingen sei Siemens, Zitat, vom Staat aufgezwungen worden. Ende der 50er Jahre wandte sich die Jewish Claims Conference
an Siemens, um Entschädigung für die jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter zu fordern. Siemens zahlte im Jahre 1962 für 1670 überlebende jüdische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter 7 Millionen D-Mark. Da aber erst 1981 Benjamin B. Ferencz in seinem Buch Lohn des Grauens die verweigerte Entschädigung für jüdische Zwangsarbeiter über die Hintergründe der Verhandlungen berichtete, gelang es Siemens in den 70er Jahren, sich gegen seine antikapitalistischen Kritiker weitgehend zur Wehr zu setzen. Hierfür ein herausragendes Beispiel. Im Jahre 1972 veröffentlichte der Schriftsteller Friedrich Christian Delius unter dem Titel Unsere Siemens-Welt eine satirische, Zitat, Festschrift zum 125-jährigen Bestehen des Hauses S. 1977 eine erweiterte Neuauflage. 1995 schließlich eine, Zitat, erweiterte Neuausgabe. Der Umfang des Buches betrug zunächst 106 Seiten, dann 156 Seiten, schließlich 264 Seiten. Der Grund des Anstellens der Ausgabe von 1995 erschließt sich aus dem Zusatz mit einem Anhang über den Prozess, über die Kunst der Satire, die Menschenwürde des Konzerns, Bierpreise und den verlorenen Kredit des Hauses S. Ich wage es an dieser Stelle, die satirische Herangehensweise an das Thema Entschädigung von Zwangsarbeit darzustellen, weil ich daran denke, dass unsere Elsa Werner immer wieder sich dafür eingesetzt hat, im Mitteilungsblatt des Auschwitz-Komitees Witze zum Weinen abzudrucken. Hierfür bietet die Erscheinungsgeschichte von Delius Buch eine wahre Fundgrube. Lustig waren die Folgen der Veröffentlichung der Satire für Delius allerdings überhaupt nicht. Er stellt die Geschichte der Prozesse und der vielen Nadelstiche gegen sein Buch ausführlich dar. Die Hartnäckigkeit, mit der Siemens bestimmte Stellen aus Delius Buch entfernen zu lassen versuchte. Infolge des Drucks, den Siemens ausübte, weigerte sich zum Beispiel die Buchbinderfirma, die zweite Auflage des Buches zu binden, gibt einen Eindruck dafür und davon, wie schwer Delius belegte Vorwürfe auf den Firmenverantworteten lassen. Siemens Anwälte hatten offensichtlich verstanden, was ihr Auftraggeber von ihnen erwartete. Einer von ihnen griff tief in die Geschichte der rechtsradikalen Hetze aus der Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. In der mündlichen Verhandlung über eine einstweilige Verfügung sagte er am 24. November 1972, das Buch sei, Zitat, ein Dolchstoß in den Rücken des friedlichen deutschen Volkes. In den 90er Jahren wurde der Druck auf deutsche Firmen, die von Zwangsarbeit profitiert hatten, aufgrund von Klagen aus den USA, dass sich auch Siemens der Forderung auf weitere Entschädigung Entschädigungszahlungen nicht mehr entziehen konnte und so im Jahre 1999 zu den 26 Firmen gehörte, die sich dazu bereit erklärten. Die Zahlungen flossen von 2001 bis 2007. Ich übergebe jetzt das Wort an Dr. Henning Fischer. Entschuldigt bitte, das war einmal verdreht. Jetzt ist es mal extra dran.
Was ist verdreht? Ihr seid verdreht. Die Filiale der Siemenswerke in diesem KZ Ravensbrück war sehr, sehr groß. Ich arbeitete in Halle 4, wo Montagearbeiten durchgeführt wurden. Wir bauten Schalter für Unterseeboote. Als Vorarbeiter hatten wir Zivilistinnen, die jeden Morgen aus Berlin angereist kamen. Die Vorarbeiterinnen hatten große Angst vor den SS-Aufseherinnen, die bei Siemens ausnahmslos besonders brutal waren. In unserer Abteilung arbeiteten viele Ukrainerinnen. Ich wohnte mit ihnen in einem Block. Sie konnten ganz gut Deutsch mit uns reden. Aber bei der Arbeit sagten sie immer nur das eine Wort in Russisch. Не понимаю. Ich verstehe nicht. Frau Hinze machte mir eines Tages den Vorschlag, ich solle Russisch lernen und dann könnte ich Vorarbeiterin am Russentisch werden. Nun, Vorarbeiterin wollte ich schon gar nicht werden, weil ich erstens nicht über meinen russischen Kameradinnen stehen wollte und zweitens, weil ich Angst hatte, für irgendwelche Fehler verantwortlich gemacht zu werden. Ich besprach das erstmal mit den Ukrainerinnen, die ganz begeistert waren, dass ich ihnen die Anweisungen geben soll und nicht diese Deutsche. Also lernte ich die wichtigsten Worte in Russisch und meldete Frau Hinze, dass ich Vorarbeiterin sein würde. Sie hatte großes Vertrauen zu mir, was mir sehr half. Frau Hinze machte immer die Muster. Nach diesen Mustern bauten dann die Montiererinnen die Schalter. Die Schalter bestanden aus einzelnen kleinen Federn, die alle verschieden waren. Die Reihenfolge musste beim Bauen genau stimmen, sonst funktionierten die Schalter nicht. Eine einzige falsch eingesetzte Feder machte den Schalter unbrauchbar. Das Muster wurde nach einer Zeichnung zusammengesetzt. Frau Hinze gab mir sehr oft die Zeichnung und ich stellte danach die Muster her, welche im Allgemeinen von Frau Hinze kontrolliert und mit ihrem Namen oder mit einem H abgezeichnet wurde. Das brachte mich auf die Idee, einige Muster falsch zusammenzusetzen, sie von Frau Hinze abzeichnen zu lassen und in Arbeit zu geben. Ich hatte zuvor schon etliche Male gehört, dass Schalter zurückkamen, die falsch zusammengesetzt waren. Die Vorarbeiterinnen, die dafür verantwortlich waren, wurden nicht zur Verantwortung gezogen, also hatten sie nichts zu befürchten. Die Häftlinge hatten auch nichts zu befürchten, weil sie ja die Muster von den Vorarbeiterinnen erhielten. Frau Hinze zeichnete immer die von mir hergestellten Muster meistens ab, ohne sie zu kontrollieren. So konnte ich die Sabotage wagen. In der Folge kamen einige tausend Kisten mit Schaltern wieder zurück und mussten noch einmal hergestellt werden. Was eine
was eine gewaltige Verzögerung bedeutete. Wir freuten uns, dass uns diese Sabotage geglückt war. Am Abend sangen wir und tanzten wir in unserem Block vor Freude, dass wir das geschafft hatten. Waren mit mir sehr zufrieden. Gut, ich versuche mal weiterzumachen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann in dieser beeindruckenden und wichtigen Veranstaltung. Wie schon gesagt wurde, mein Name ist Henning Fischer. Ich bin unter anderem Historiker und Antifaschist und lebe in Berlin. Ich habe, das wurde auch schon gesagt, einige Zeit zu den Lebensgeschichten von politischen Häftlingen des Frauen-KZ Ravensbrück geforscht in der BRD und der DDR und werde heute kurz was zu drei von diesen Lebensgeschichten sagen. Die Ausstellung, die ich zurzeit in der Gedenkstätte Ravensbrück zu sehen ist, wurde auch schon erwähnt. Ich ergänze nur noch, dass Flyer zu dieser Ausstellung auf dem Büchertisch liegen und gerne mitgenommen werden können. Zu Beginn ganz kurz drei Worte zum Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. In diesem Dorf, 80 Kilometer nördlich von Berlin, bestand von 1939 bis 1945 das zentrale Frauenkonzentrationslager im Nationalsozialismus. Hier waren insgesamt ca. 130.000 Frauen, Kinder und Männer unter fürchterlichsten Bedingungen inhaftiert. Etwa 28.000 von ihnen wurden ermordet oder starben an den Haftbedingungen. Trotz des Terrors der SS und der perfiden Lagerhierarchie gab es auch in Ravensbrück Widerstandshandlungen der Häftlinge, wie wir gerade ja gehört haben. Widerstand reichte dabei vom kleinsten Moment der Selbstbehauptung über das Entwenden von Medikamenten, das Verstecken von Mithäftlingen oder deren Verschiebung in weniger gefährliche Arbeitskommandos und Nebenlager bis hin zu offenem Protest und Sabotage, zum Beispiel in der Rüstungsproduktion. Nach der Befreiung des Lagers durch die Rote Armee im Mai 1945 begannen viele Überlebende unmittelbar vielfältige Aktivitäten, zuerst im nun ehemaligen Lager Ravensbrück, dort die Bestattung der Toten, die Pflege der Kranken und die Sicherung von Beweisen der Verbrechen und dann in den Orten des persönlichen Wiedererstehens, unter anderem in der VVN, in Parteien wie der SPD und der KPD und dies oft als zusätzlich zu den Belastungen in der Familie und oft auch als Mütter. Diese politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten und Tätigkeiten setzten einige der Überlebenden bis in die 2000er Jahre fort. Ich werde nun kurz was zu drei dieser Lebensgeschichten sagen, und zwar zu den Leben von Rita Sprengel, Anna Götze und Doris Maase. Rita Sprengel wurde 1907 in Königsberg als Rita Bolt geboren. Aus Kritik daran, dass die SPD 1928 der Finanzierung eines neuen Panzerkreuzers zustimmte, wandte sie sich der KPD zu. 1930 schloss sie das Jurastudium in Königsberg ab. Im Mai 1933 schon wurde sie wegen ihrer Mitgliedschaft in einer Berliner Kreisleitung der KPD verhaftet und blieb nach ihrer Inhaftierung im Frauenkonzentrationslager Moringen von Mai 1933 bis April 1934 weiter im Widerstand aktiv. Nach einer erneuten Verhaftung bei dem Versuch, jüdischen Genossinnen bei der Flucht in die Schweiz zu helfen, war sie von 1942 bis zum April 1945 in Ravensbrück und später in einem Außenlager inhaftiert. In Ravensbrück musste sie unter anderem im Büro des Siemens-Lagers für die Rüstungsproduktion arbeiten und beteiligte sich dort an den Sabotagehandlungen. Sie unterstützte hier auch ihre Mithäftlinge und versuchte zugleich politisch zu verstehen, was passiert. So errechnete sie unter anderem den Extra-Mehrwert, den Siemens aus der Arbeit von KZ-Häftlingen gegenüber der Arbeit freier Unabhängiger erzielen konnte. Nach der Befreiung ging Rita Sprengel nach Berlin.
Ab 1949 arbeitete sie als Dozentin im Bereich der Arbeitsökonomie an der Humboldt-Universität. In den folgenden Jahren erschienen mehrere Artikel von ihr zu Problemen sozialistischer Wirtschaft. Ihr Interesse galt dabei auch immer der Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsplatz, in Lohnfragen und in der Gesellschaft insgesamt. Ihr Ausschluss aus der SED 1951 war für sie ein Schock. Ihr wurde vorgeworfen, nach 1933 und auch während ihrer Inhaftierung in Ravensbrück der KPD und ihrer Linie gegenüber nicht loyal gewesen zu sein. Die Partei war für die Ravensbrück-Überlebende Rita Sprengel als politische Heimat von so großer Bedeutung, dass ihr Ausschluss sie existenziell traf. 1957 wurde sie wieder in die Partei aufgenommen. Ab Mitte der 70er Jahre beschäftigte sie sich vermehrt mit der Weitergabe ihrer Erinnerungen an Ravensbrück. Sie wies dabei auch auf die einseitige Darstellung der NS-Herrschaft in der DDR hin. Zum 1971 erschienenen Buch Frauen KZ Ravensbrück merkte sie an, dass die Geschichte der Jüdinnen und die der Sintetze und Romnia stärker in den Vordergrund gestellt werden sollte. 1994 erschien auf der Grundlage einer Gespräche mit Sigrid Lakobait, der Leiterin der Mahngedenkstätte Ravensbrück in dieser Zeit, ihr autobiografisches Buch Der rote Faden. Kurz zuvor, im Dezember 1993, war Rita Sprengel in Berlin verstorben. Anna Götze, geboren 1875 und Pfalzerin im Buchbindergewerbe, war seit Ende der 1880er Jahre in der Arbeiterinnenbewegung aktiv. Sie lebte schon um die Jahrhundertwende selbstbestimmt in freier Ehe. Rückblickend schrieb sie über die Zeit, Zitat, geschworen hatte ich mir einmal nicht zu heiraten, sondern in einem freien Ehebunde zu leben. Dies setzte ich auch durch. Zitat Ende. Nach 1918 wandte sie sich der anarchistischen Bewegung zu. In Leipzig gehörte sie mit ihren Kindern zum Kern der anarcho-syndikalistischen Freien Arbeiterunion Deutschland. In einem Lebenslauf beschreibt sie diese Zeit, Zitat, da ich vielen Arbeiterversammlungen beiwohnte, so hörte ich mit großem Interesse Luise Zietz und Clara Zetkin zu. Oftmals wurden diese Versammlungen von der Polizei aufgelöst. Ihr zum Trotze blieb aber vieles von den Versammlungen an uns hängen. Als in meinem Ehebunde 8 Kinder zur Welt kamen, von denen 3 starben, die anderen 5 aber groß wurden, zeigte ich ihnen schon frühzeitig den Weg zur Arbeiterbewegung. Die FAUD bereitete sich bereits 1932 auf die bevorstehende Illegalität vor. Anna Götzes Sohn Ferdinand hatte dabei eine zentrale Rolle in der Vernetzung der anarchistischen Widerstandsgruppen. Nach 1933 schmuggelte Anna Götze Materialien aus der Tschechoslowakei über die Grenze nach Sachsen und sorgte für den Weiterbestand der Organisation. Wie viele andere Mitglieder ihres Netzwerks wurde sie 1937 verhaftet und zu 3 Jahren Haft wegen Hochverrats verurteilt. Nach der Haft im Zuchthaus Waldheim war sie vom November 1940, da war sie 65 Jahre alt, bis zur Befreiung im April 1945 in Ravensbrück inhaftiert. Danach lebte sie wieder in Leipzig, wurde Mitglied von VVN und SED und starb im Juli 1958. Ihre Tochter Irma, geboren 1912, war ebenfalls Mitglied der FAUD und gehörte zur Jugendopposition der Leipziger Meute. Sie floh 1935 nach Spanien, wo sie in Barcelona auf Seiten der anarchistischen Bewegung am Spanischen Bürgerkrieg teilnahm. In Frankreich festgenommen, war sie von 1944 bis zum April 1945 wie ihre Mutter in Ravensbrück inhaftiert. Nach der Befreiung lebte auch sie in Leipzig und arbeitete dort als Kinderpflegerin. Sie starb im April 1980. In der BRD schloss sich im Unterschied zur Situation in der DDR für kommunistische Überlebende in der Zeit nach der Befreiung oft eine Erfahrung von sozialem Ausschluss und politischer Verfolgung an. Spätestens seit dem Beginn des Verbotsverfahrens gegen die KPD 1951 waren ihre Leben von Strafverfahren, Hausdurchsuchungen, Kündigungen und in vielen Fällen der politischen Verweigerung von Entschädigungszahlungen bestimmt. Dies widerfuhr auch Doris Maase, geboren 1911 in Brandenburg. Sie war die Tochter eines jüdischen Arztes und 1935 in Düsseldorf verhaftet worden, als sie versuchte, Kontakt zum kommunistischen Widerstand aufzunehmen. Nach Gefängnis und Einzelhaft wurde sie erst in das frühe Frauenkonzentrationslager Lichtenburg, dann nach Ravensbrück gebracht.
Dort war sie als Häftlingsschwester eingesetzt und stand in Kontakt zum kommunistischen Netzwerk im Lager. Sie erlangte durch ihr solidarisches Handeln die Anerkennung der Mithäftlinge, gab zum Beispiel trotz Verbots Medikamente weiter. Die österreichische Sozialdemokratin Rosa Jochmann bezeichnete Maase als Schutzengel des Lagers. Von 1948 bis 1956 vertrat Doris Maase die KPD im Stadtrat von Düsseldorf. Sie äußerte sich dabei unter anderem zur Kultur- und Bildungspolitik und sprach sich für eine Aufhebung des Trennungsprinzips des freigliedrigen Schulsystems aus. Diese Tätigkeiten übernahm sie neben ihrer Berufstätigkeit als Ärztin und als Mutter zweier Kinder. Ab Ende der 1960er Jahre war sie aktiv als Sprecherin der Lagergemeinschaft Ravensbrück in der BRD, die 1966 in Frankfurt am Main gegründet wurde. Sie vertrat die Ziele des überlebenden Verbands in der Öffentlichkeit, sorgte für die Kontaktpflege zwischen den Mitgliedern. Weil Doris Maase nach dem Verbot der KPD 1956, zwei Jahre darauf als Unabhängige für den Landtag in Nordrhein-Westfalen kandidierte, wurde ihr das als kommunistische Weiterbetätigung ausgelegt und die Entschädigung aberkannt. Zusätzlich dazu wurden bereits gezahlte Entschädigungszahlungen von über 25.000 D-Mark zurückgefordert. Als die politische Motivation dieser Aberkennung auch gerichtlich rückgängig gemacht wurde, konnte Doris Maase davon nicht mehr profitieren. Sie starb kurz nach dem Urteil 1979. Soweit drei Schlaglichter aus den politischen Lebensgeschichten ehemaliger Häftlinge Ravensbrücks. Ich schließe mit einem Satz einer anderen Überlebenden, der Stuttgarterin Gertrud Müller. Er stammt aus einer Rede, die sie im Jahr 2000, also vor fast 20 Jahren, gehalten hat, bei einer Kundgebung gegen die Partei Die Republikaner. Er ist heute so aktuell wie damals und zu jeder Zeit. Man kann den Faschisten nicht entgegentreten, indem man ihre Forderungen aufgreift. Gertrud Müller erinnert uns. Gertrud Müller erinnert uns und vor allen Dingen die vielbeschworene bürgerliche Mitte daran, dass Antifaschismus keine Aufhörung der Jugendzeit ist und keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern das Gebot der Stunde. Danke. Meine Mutter, Katharina Jakob, wurde im November 1944 im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück eingeliefert. Sie hatte knapp zwei Monate vorher in ihrem Prozess, war sie freigesprochen worden, aber die Gestapo hatte den längeren Atem. Noch zwei, an ihrem Prozesstag hatte sie erfahren, dass ihr Mann, mein Vater, bereits hingerichtet worden war. Das zur Vorgeschichte meiner Mutter, also die hatte von 33 an schon mehrfach im KZ oder im Gefängnis gesessen. Ich war, vielleicht interessiert das ja auch, ich war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt und war bei meiner Großmutter in guten Händen. Meine Mutter hat ihre Erinnerungen aufgeschrieben und ich habe ein bisschen das Problem gehabt bei der Vorbereitung auf diese Veranstaltung, dass da stand, Thema ist Zwangsarbeit für Siemens und Sabotage im Frauen-KZ Ravensbrück. Meine Mutter ist nicht in dem Siemens-Lager gewesen und das, was man eben unter Sabotage versteht, das, was Esther auch eben geschildert hat, nämlich Kriegswerkzeuge unbrauchbar machen. Also dazu hatte die gar keine Gelegenheit. Aber ich möchte mal, wenn man den Begriff Sabotage weiterfasst, sagen, dass Solidarität auch eine Form war, Anweisungen und Befehle der SS zu sabotieren. Und dazu hat sie dann eben auch einige Beispiele aufgeschrieben und mir ist dann erst im Nachhinein aufgefallen,
dass sie häufiger die Formulierung verwendet, ich hatte den Auftrag. Wer ihr den Auftrag gab, steht da nicht. Aber sie hatte den Auftrag, die Listen mit einkommenden Häftlingen genau durchzugucken und Informationen weiterzugeben. Sie hatte den Auftrag, bestimmte erkrankte Häftlinge im Revier, also in der Krankenbaracke, zu besuchen und denen damit auch Lebensmut einzuflößen. Oder eben, ich habe jetzt ein Beispiel ausgewählt, was mich sehr beeindruckt hat. Sie erzählt aus den letzten Monaten, als es immer schon darum ging, werden die Häftlinge aus diesem Lager herausgetrieben, dass da die SS Fußparaden, haben sie das genannt, veranstaltet hat. Da mussten die Frauen barfuß, und das war Februar, März, antreten, Kleider über die Knie hochgezogen, und dann wurden die Beine begutachtet, ob die nach Marschfähigkeit aussahen. Und also abgesehen von den fürchterlichen Bemerkungen der SS, schildert eben meine Mutter, was dem vorausgegangen war. Was hatten die Häftlinge sich bemüht, Salben oder Cremes zu beschaffen, ihre weißen Haare dunkel zu färben, dass sie nicht so alt aussahen. Also dieser Versuch, durch gegenseitige Hilfe den Eindruck zu erwecken, sie seien noch marschfähig. Aber ich finde, das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, wie eben auch das, was die SS so tat, sabotiert wurde. Ich bin dann auch noch gebeten worden, über die Zeit nach 45 was zu sagen. Und das möchte ich nur eigentlich nur an einem Beispiel. 1972 ging es ja los mit den Berufsverboten in der Bundesrepublik. Und ich war eins der ersten, die davon betroffen sein sollten. Mir wurde ein Dossier des Verfassungsschutzes vorgelegt, das Grundlage für meine Entlassung sein sollte. Und darin waren neben meiner Mitgliedschaft in KPD und DKP aufgeführt, also waren auch noch ein paar andere Sachen, Reichen in die DDR und sowas, aber vor allen Dingen drei Sachen. Mitgliedschaft in der VVN, also der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Die Beteiligung an einer Unterschriftensammlung gegen die Einführung der Vorbeugehaft. Das ist für mich identisch mit Schutzhaft, ne, der Nazizeit. Und als klug, muss ich beinahe sagen, ich sei Erstunterzeichner eines Aufrufs für eine Kundgebung gegen die NPD. Diese drei Punkte sorgen doch für erhebliche Diskussionen in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen zu der Diskussion der Frage, was macht der Verfassungsschutz eigentlich? Was sammelt er? Und da ich diese Frage auch heute noch sehr aktuell finde, habe ich das erzählt. Also an mir ist das Berufsverbot damals vorübergegangen. Aber ich hatte auch die volle Unterstützung meiner Mutter dabei. Ich möchte mich zunächst mal ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass so eine tolle Veranstaltung hier durchgeführt wird vom Ausschusskomitee. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass ich eine ganze Reihe alter Bekannter hier unter dem Publikum hier gefunden habe, aus meiner Zeit, als ich noch aktiv war, der Bundesvorsitzende. Ich wurde gebeten, etwas zu sagen über meine Mutter, über Verfolgung und vor allem auch, wie hat das auf mich als Kind meiner Mutter gewirkt. Meine Mutter kam aus einer Arbeiterfamilie. Sie wurde 1902 geboren in Dörnigheim am Main. Das ist eine ganz kleine Gemeinde gewesen damals noch, zwischen Hanau und Frankfurt. Sie war das vierte von sechs Kindern. Ihr Vater war vom Beruf Bauschreiner. Ich sage das deshalb Bauschreiner. Er war im Winter oft arbeitslos.
Sie haben in recht bescheidenen Verhältnissen gelebt. Meine Mutter musste schon als Kind arbeiten. Sie hat vor der Schule Brötchen ausgetragen und nach der Schule andere Leute Kinder betreut, gegen Bezahlung natürlich. Sie hat die 8-jährige Dorfvolksschule, muss man im Grunde genommen sagen, absolviert. Und danach hätte sie gerne eine Lehre begonnen, aber das war unter den damaligen Verhältnissen überhaupt nicht möglich. Nur die beiden Brüder, die konnten etwas lernen. Die Mädchen, die sind dann gleich entweder in Stellung gegangen als Dienstmädchen nach Frankfurt oder in eine Fabrik und haben dort ihr Brot verdient. Meine Mutter ging mit 14 Jahren in eine Munitionsfabrik nach Frankfurt zur Arbeit. Sie hat dann geheiratet im Jahr 1920. 1921 kam meine Mutter zur Welt. Und dann geschah etwas in der Familie, das für sie also sehr wichtig war und ausschlaggebend für ihre politische Aktivität. Bei meinem Vater machten sich Symptome der pechterischen Krankheit bemerkbar. Das ist eine Krankheit, die geht von der Wirbelsäule aus und führt zu Lähmungserscheinungen im Körper. Und er konnte deshalb auch seinen Beruf als Weißbinder, heute sagt man Maler, dazu nicht mehr arbeiten, er war nicht mehr in der Lage, sich richtig zu bewegen, konnte vor allem die Arme nicht mehr heben. Und für die Familie bedeutet das, der Ernährer war weggefallen, bittere Armut. Und meine Mutter musste dann sehen, wie sie mit zum Lebensunterhalt der Familie wieder beiträgt. Die Eltern konnten da auch nicht viel machen. Vielleicht noch ein Hinweis, das habe ich jetzt vergessen zu erzählen. Meine Großeltern waren in der SPD ursprünglich mal. Ich hatte nicht nur einen roten Großvater, ich hatte auch einen roten Urgroßvater. Also das hatte Tradition bei uns in der Familie. Und sie schlossen sich nach der Trennung der Spaltung SPD, USPD und der Gründung der KPD dann der Kommunistischen Partei Deutschlands an. Im Grunde genommen die gesamte Siebschaft, die aktiv war in der Partei. Aber es war niemand dann so aktiv wie meine Mutter. Sie hat durch ihre familiäre Situation und durch den permanenten Kampf, den sie führen musste, erlebt, was Armut bedeutet und was es heißt, für die Arbeiter am Rande des Existenzminimums zu leben. Sie ging zum Beispiel in eine Fabrik nach Frankfurt arbeiten, in die Adlerwerke, und dort mussten sie löten und mussten die Typen für die Schreibmaschine auf diese Dinge löten, die dann anschlagen, wenn man auf die Tasten tippt. Und eines Tages sollte der Akkord erhöht werden, weil die Zeit wird kürzer, wenn die Akkordzeiten. Und er hat die Vorarbeiterin, meine Mutter, ausgeguckt und hat gesagt, so, ich setze dich neben sie und jetzt wollen wir mal die Zeit stoppen. Meine Mutter sagte mir damals, als er das erzählt hat, ja, ich habe ganz normal gearbeitet. Und die Vorarbeiterin sagt dann auch, ja, die Zeit stimmt doch, wir können doch das entsprechend reduzieren. Und da sagte meine Mutter zu ihr, so, jetzt lassen Sie Ihre Uhr nochmal weiterlaufen, ich muss auch nochmal ausreden. Also das sind so Kleinigkeiten, so Erlebnisse am Rande. Sie hat sich in den 20er Jahren dann der KPD sehr eng angeschlossen, sie wurde Funktionärin der KPD und sie hat 1933, bedingt zu den Märzwahlen, für den Kreistag im Kreis Hanau kandidiert und für das Gemeindeparlament unserer Heimatgemeinde Dornichheim. Und als Funktionärin der KPD stand sie damit auf der Liste derer, die gleich nach dem Reichstagsbrandprozess in der ersten Massenverhaftung verhaftet worden sind. Sie wurde festgenommen und 4 Wochen einfach mal so, ohne Urteil, ohne irgendwelche Rechtshilfe und so weiter, in das Frauengefängnis Frankfurt am Main eingeliefert. Sie hat daraus aber nichts gelernt im Sinne der Nazis. Sie war weiterhin aktiv in der KPD. Sie haben im Kreis Hanau Widerstand organisiert im Rahmen ihrer bescheidenen Möglichkeiten. Es war ja alles ländliches Gebiet im Grunde genommen. Und sie haben Flugblätter gedruckt und Flugblätter verteilt. Meine Mutter war die Anlaufstelle bei uns in Dornichheim für diese Flugblätter. Und diese Gruppe ist aber durch Verrat aufgeflogen. Es gab dann einen großen Prozess vor dem Oberlandesgericht Kassel. Das war ein Prozess gegen 88 Personen aus Stadt und Umfeld Hanau. Und in diesem Prozess wurden sehr viele Menschen verurteilt, unter anderem auch meine Eltern, beide Eltern,
zwei Brüder meiner Mutter und mein Großvater. Meine Mutter erhielt wegen Vorbereitung zum Hochverrat eine Strafe von 3 Jahren Zuchthaus. Es war damals noch verschärfter Strafvollzug und die musste sie voll und ganz absitzen. Mein Bruder war damals 13, 14 Jahre alt. Er ist praktisch 3 Jahre ohne Mutter aufgewachsen. Als sie aus dem Zuchthaus nach Hause kam, hatte sie einen festen Vorsatz, sie wollte noch ein zweites Kind haben. Ja, 1940 war ich dann da. Sie hat sich nach meiner Geburt zunächst politisch zurückgehalten, sie wollte nicht mehr auffallen, sie musste ja auch sich um mich kümmern, mein Vater war ja mit mir überfordert. Und trotzdem wurde sie nach dem Attentat auf Hitler, dem Attentatsversuch auf Hitler, im August 1944 erneut verhaftet und wurde dann in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gebracht. Und dieses Ravensbrück, das geht im Grunde genommen, zieht sich durch mein ganzes Leben. Das hat nicht nur meine Mutter den Rest ihres Lebens sehr beeinflusst, sondern das hat mich auch stark in meinem ganzen Denken und so weiter mit beeinflusst. In Ravensbrück empfand sie sehr schnell die Solidarität ihrer Mitgefangenen. Sie war noch bei der Aufnahme im Quarantäneblock, als man schon Kontakt mit ihr aufnahm. Politische Häftlinge, Ilse hat das gerade erwähnt, haben ja versucht, die Eingangslisten zu kontrollieren und zu sehen, kamen irgendwelche Genossinnen. Das hat einen guten Grund. Meine Mutter wurde aufgrund der Mithilfe ihrer Mitgefangenen eine Arbeit in der SS-Kantine bei der Schneiderei zugewiesen. Das war nicht von ungefähr. In der SS-Kantine, da gab es ja Essen. Das heißt nicht, dass jetzt die Frauen, die dort arbeiteten, da besser essen konnten. Hier gab es die Möglichkeit, auch etwas rauszuschmuggeln. Und diese Möglichkeit hat meine Mutter natürlich genutzt. In einem Brief von Rosa Jochmann habe ich nach ihrem Tod den Hinweis gefunden, die Kälte kann das Organisieren nicht lassen. So wie damals im Lager, als du unsere hungrigen Mägen stopfst. Also auch zu Sabotage. Die Häftlinge haben sich bemüht, nicht nur gemeinsam um das Überleben zu kämpfen, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig Mut zu machen. Auch das, denke ich, das ist ein Beispiel, wie man gegen dieses System arbeiten kann. Und ihr Ziel war einfach zu überleben. Und meine Mutter hat es glücklicherweise überlebt, dieses Lager. Sie wurde im April dann auf den Todesmarsch geschickt und hat sich vom Todesmarsch aus abgesetzt und ist dann so schnell wie möglich in Richtung Main wieder zurück zu ihrer Familie gekommen. Ich sage, wie möglich. Sie hat Wochen gebraucht dafür. Es war ja kein öffentliches Verkehrswesen mehr da, es gab keine Züge und so weiter. Sie kam unter anderem bis nach Hamburg, denn das Problem war, vom Osten kommt, die Elbe zu überqueren. Und das hat sie wohl in Hamburg geschafft. Ich habe noch einen provisorischen Ausweis, den hat sie sich hier von der Behörde in Hamburg ausstellen lassen. Der hat sie berechtigt zum Bezug von einem bestimmten Geldbetrag und zum Bezug von Kleidung. Sie hatte ja immer noch die Kleidung an mit so einem weißen Kreuzchen drauf, dass sie als Häftling auswies. So, nach der Befreiung hat sich meine Mutter, obwohl sie schwer krank war und obwohl sie sich eigentlich hätte schonen müssen, wieder in die Arbeit gestürzt. Sie war wieder aktiv in der KPD. Sie hat im Gemeindeparlament in unserer Gemeinde Dörnigheim gearbeitet. Sie war sehr an den sozialen Belangen interessiert, im Fürsorgeausschuss tätig und dergleichen. Und sie hat die VVN in Landkreis Hanau mitgegründet. Sie hat es geschafft, in Hanau, in der Betreuungsstelle für politisch, rassisch und religiös Verfolgte, so hieß das damals, zu arbeiten. Und das war eine Arbeit, die war ihr quasi auf den Leib geschnitten. Sie konnte sich dort um ihre Mithäftlinge von früher, um all die Verfolgten im Raum Hanau kümmern, sie beraten bei ihren Entschädigungsanträgen
Und das war also für sie, sie war so etwas wie der gute Engel in diesem Bereich. Sie hat das mit sehr viel Engagement gemacht. Aber irgendwann wurden dann diese Betreuungsstellen aufgelöst und es ging alles nur noch zentral über die Regierungspräsidien und nicht mehr über die Städte. Und damals hat es meine Mutter, obwohl sie ja nur 8 Jahre Volksschulbildung hatte, keine Verwaltungserfahrung und so weiter, noch geschafft, mit Hilfe der Gewerkschaft bei der Stadt Hanau eine Anstellung zu finden, am Bauamt. Und dort musste dann plötzlich Wohnflächenberechnungen machen und Bauanträge prüfen und so weiter. Man muss sich vorstellen, was bedeutet das für eine Frau, die eigentlich nichts gelernt hat. Ja, sie hatte nur ihre Lebenserfahrung. Ja, sie war im Grunde genommen nach der Befreiung ständig aktiv. Sie war beruflich sehr angespannt. Sie hat ihre Parteiarbeit gemacht. Sie hat die Arbeit für die VVN gemacht. Sie war ständig auf Achse. Und ich habe irgendwo dann einmal geschrieben, ich glaube, sie hat versucht, Ravensbrück zu vermessen, dadurch, dass sie sich abgelenkt hat mit dieser Arbeit. Ja, und was hat das nun für mich bedeutet? Ich habe einerseits in der Familie mitbekommen, was ist KZ, das wusste ich schon als kleines Kind. Ich habe ihre Verhaftung miterlebt, ich habe ihre Rückkehr miterlebt. Aber es gab dann noch einen anderen Einflussfaktor und das war das soziale Umfeld. Ich erinnere an die 50er Jahre, Ende der 40er, 50er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Da wollte niemand etwas über KZ wissen, da wollte niemand etwas von den Häftlingen wissen, von dem, was sie erlebt haben. Wer an der Vergangenheit gerührt hat, das waren Vaterlandsverräter oder Nestbeschmutzer, wie sie die Leute alle nannten. Und in diesem Umfeld bin ich aufgewachsen. In der Schule, da war immer das Schuljahr zu Ende mit dem Geschichtsunterricht, die das Teil des Nationalsozialismus behandeln hätte sollen. Also da haben wir in der Schule nie etwas gehört. Wenn der Erste Weltkrieg zu Ende war, war auch der Geschichtsunterricht in diesem Jahr, Schuljahr zu Ende. Und Kinder, die wollen so sein wie ihr Umfeld. Und ich habe zwar ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt, aber dieses Politische und so weiter, ich wollte da eigentlich nichts damit zu tun haben. Ich wollte lieber so sein wie alle anderen Kinder um mich herum auch. Aber dieses Verhalten, diese Denkweise hat sich bei mir doch etwas geändert, so im Alter von 15, 16 Jahren. Da war ich dann im Sportverein, habe ich neue Freunde gefunden. Der Sportverein ist mein Arbeitersportverein, Freie Turnerschaft, so nennt er sich heute noch. Und da kam doch eine gewisse Bewusstseinsänderung. Und was ausschlaggebend war für mich, das war im Grunde genommen, meine Eltern haben mir ermöglicht, die Mittelschule zu besuchen, für ihre Handelsschule, eine Sprachschule. Und dann bin ich über die VVN, mit der ich ja auch groß geworden bin durch meine Mutter, habe ich Kontakt bekommen nach Paris und habe in Paris, um meine Sprachkenntnis zu vervollständigen, in der Lagergemeinschaft Mauthausen gearbeitet. Und dort habe ich sehr viel gelernt. Ich hatte Kontakt mit ehemaligen Häftlingen, mit sehr vielen ehemaligen Häftlingen. Ich habe Wiedergutmachungsanträge bearbeitet, übersetzt, weitergeleitet. Das waren diese Häftlinge, um die es da ging, das waren spanische Republikaner. Die waren Flüchtlinge nach der Genfer Konvention und hatten unabhängig von den Entschädigungsregeln in der Bundesrepublik, Bundesentschädigungsgesetz und so weiter, Anspruch auf Haftentschädigung. Und die haben sie geltend gemacht und die Lagergemeinschaft Mauthausen hat diese Anträge mitbearbeitet. Und was für mich auch ganz wichtig war, ich habe sehr viele medizinische Übersetzungen gemacht. Und da ist mir es praktisch bewusst geworden, was KZ für den Körper eines Menschen, aber auch für die Psyche eines Menschen bedeutet. Und ich habe dort Krankheiten gefunden in diesen Attesten, wo ich gesagt habe, Mensch, das sind doch die gleichen Symptome, die meine Mutter auch aufweist. Schreckhaftigkeit, Unruhe, Schlaflosigkeit. Da wusste ich plötzlich, warum meine Mutter nachts im Schlaf öfters weinte. Wenn ich gefragt habe, was Kind, sagte sie immer noch, ich habe schlecht geträumt. Da war mir plötzlich bewusst, da war das Leben, das ist Lager wieder da. Jetzt habe ich gewusst, warum sie oft so hilflos und traurig und jammerte und stöhnte und klagte. Das war das Lager. Und ich habe damals sehr viel Verständnis plötzlich für meine Mutter bekommen. Und als ich aus Paris zurück war nach einem Jahr, habe ich mich zusammen mit ihr,
Sie war ja ohnehin in der VVN aktiv, haben wir in die VVN eingebracht. Ich habe viel für die VVN übersetzt. Ich bin Mitglied der VVN geworden 1964, als sich für die Nachkommen der Verfolgten geöffnet hat. Und wenn er so anfängt, erstmal in so einer Organisation tätig zu werden, also ich war dann bis und dann auch im Kreisvorstand und habe dann dort in Hanau, im Reich Hanau für die VVN mitgearbeitet. Später habe ich mich etwas zurückgezogen. Ich habe noch über den zweiten Bildungsweg Abitur nachgemacht und noch ein Studium abgeschlossen und dann anschließend geheiratet, einen Beruf ergriffen, zwei Kinder in die Welt gesetzt. Da war also im Moment erstmal für politische Arbeit wenig drin. Ich hatte immer noch engen Kontakt mit meiner Mutter, obwohl ich dann im Ruhrgebiet lebte. Meine Mutter ist in den 60er Jahren aus dem Berufsleben ausgeschieden und hat damals sich nicht nur um VVN, sondern auch um die Lagergemeinschaft Ravensbrück gekümmert. Zeitlich, du wirst dich daran erinnern, gemeinsam mit Käthe Jakob, gemeinsam mit Doris Maase, mit Luise Mauer, haben sie gemeinsam die Lagergemeinschaft Ravensbrück in der Bundesrepublik Deutschland aufgebaut. Und sie war die erste Vorsitzende dieser Lagergemeinschaft. Nach dem Tod meiner Mutter habe ich dann Kontakt aufgenommen, es hat mir etwas gefehlt, habe ich Kontakt aufgenommen mit der VVN in Essen, wo ich also schon eine Weile gelebt habe. Und bin dann auch in der VVN Essen ziemlich schnell aktiv geworden. Ich war dann Mitglied im Kreisvorstand, ich war Mitglied im Landesausschuss, damals noch Landesvorstand. Und irgendwann, da wurde dann neu gewählt, ich glaube, das war 1990, und da hieß es, und wir brauchen jemanden als Bundessprecherin, es muss eine Frau sein, ganz gut das machen. Esther, und damals sind wir zusammen Bundessprecherin geworden. Meine Kinder waren damals aus den Brücken raus, und ich hatte auch die Berufstätigkeit aufgegeben, hatte also Zeit, mich auch um andere Dinge zu kümmern. Ich war dann ziemlich schnell auch mit der Lagergemeinschaft Ravensbrück wieder in Kontakt und gemeinsam mit der Schwester von Ilse vor allem, mit der Ursel Hochmuth und mit anderen Kindern von Ravensbrück-Häftlingen haben wir damals in der Lagergemeinschaft dafür plädiert, wir wollen doch nicht nur Begleitperson sein bei euren Treffen, wir wollten auch gerne mitwirken in dieser Lagergemeinschaft. Und da sind wir bei Gertrud Müller auf offene Ohren gestoßen, das war damals die Vorsitzende der Lagergemeinschaft. Und wir haben dann gemeinsam für die Lagergemeinschaft den Schritt vollzogen, den die VVN schon Jahre vorher vollzogen hat, dass auch andere Menschen, auch nicht nur Familienangehörige, sondern auch außenstehende Mitglieder der Lagergemeinschaft werden konnten. Die Lagergemeinschaft war damals ganze Aktivitäten, würde ich sagen. Die erste Häftlingsorganisation, die sich für Außenstehende geöffnet hat, mit dem Ergebnis, dass wir heute immer noch eine sehr lebhafte, und ja, wir können auch sagen, arbeitsintensive Lagergemeinschaft sind, im Gegensatz zu mancher männlichen Lagergemeinschaft, die mehr oder weniger am Eingehen sind aus ihren möglichen Gründen. Ja, und in dieser Lagergemeinschaft Ravensbrück, da war ich fast 11 Jahre dann auch die Vorsitzende. Bin also da genau in die Fußstapfen meiner Mutter gestoßen. Und das war für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ja, die Zeit ist begrenzt. Ich soll noch etwas sagen zur derzeitigen Situation in Ravensbrück, was das Verhältnis der Häftlingsorganisationen und Bedenkreihe anbelangt. Die Gedenkfeiern in Ravensbrück haben in den letzten Jahren ihren Charakter etwas verändert und aus meiner Sicht nicht unbedingt zum Positiven. Einerseits sind wir natürlich froh, wenn sehr viele Menschen zu diesen Gedenkfeiern kommen, vor allem wenn junge Leute kommen. Aber in Ravensbrück haben wir es jetzt erlebt,
Es gibt nicht mehr nur einen ökumenischen Gottesdienst, es gibt seit einigen Jahren auch einen katholischen Gottesdienst, und der findet nicht im Gebäude statt, sondern im offenen Bereich. Also nach der Gedenkfeier, wenn die Menschen dann sich sammeln und schweigend zum Schwedsee gehen und am Mahnmal Verbinde oder Grenzen niederlegen, da fängt dann nach kurzer Zeit an der katholische Gottesdienst. Oft kommt dann der Bischof von Stettin dazu und hält diesen Gottesdienst ab. Und da wird dieser stille Marsch, der jahrelang war, begleitet von den Gesängen und den Aktivitäten in der katholischen Messe. Das wird von sehr vielen Häftlingen, wurde das kritisiert und wird wohl auch immer noch kritisiert. Gleichzeitig haben in den letzten Jahren die polnischen Besucher enorm zugenommen. Das ist ja normalerweise nichts Schlechtes. Aber sie dominieren inzwischen die Gedenkfeier auf eine Art und Weise, die sehr unangenehm ist. Es kommen sehr viele religiös geprägte Menschen, will ich mal sagen. Wir haben sehr viele Nonnen, die gekommen sind zu den Gedenkfeiern in den letzten Jahren. Und alle schwenken sie die rot-weißen Fähnchen Polens. Ich habe mir gesagt, wie wenn da ein schwarzer Block sitzen würde, die ganzen schwarz gekleideten Nonnen und dann diese rot-weißen Fähnchen als nationales Symbol. Es gibt außerdem auch sehr viele Männer, ich bin nicht katholisch, Entschuldigung, aber ich kann das schlecht beurteilen, die also in so einem langen Habit, dunklen Habit herumlaufen und so einen Gürtel dort rumgebunden. Und es gibt eine ganze Reihe von Leuten unter diesen polnischen Besuchern, die auch durch ihr äußeres Outfit so fast so uniformmäßig auftreten. Und dazu möchte ich ein Beispiel nennen. Das war im Jahr 2017 am Schwedsee Grenzniederlegung. Ich stehe mit einer anderen Frau aus unserer Lagergemeinschaft, wir halten das Transparent der Lagergemeinschaft hoch, und unmittelbar vor uns ist eine polnische Gruppe, und als sie mit ihrem Kranz da rumgeht, fangen die an, zu Feste zu trommeln, und diese jungen Leute, die da getrommelt hatten, die hatten ein ganz besonderes Outfit, kurze schwarze Hosen, ein braunes Hemd und irgendein Halstuch und dann die Trommel vorm Bauch, und dann ging das los. Und ganz spontan haben sowohl ich als auch die andere Kameradin aus unserer Lagergemeinschaft laut Nein geschrien. Das war einfach eine spontane Regung. Und die Polen sind so erschrocken, die waren still, haben nicht mehr getrommelt, haben ihren Kranz still niedergelegt. Ich habe dieses Phänomen dann bei der nächsten Sitzung des Internationalen Rahmenzurückkomitees, dem ich immer noch angehöre, zur Sprache gebracht und habe da gesagt, dieses Auftreten der jungen Polen hat mich daran erinnert, so ist früher bei uns durchs Dorf die Hajok marschiert. In so einem ähnlichen Outfit und mit diesen Trommeln, und haben auf sich aufmerksam gemacht. Und ich dachte, was soll denn das? Und da hat sich die polnische Teilnehmerin oder das polnische Mitglied des IRK gesagt, ja, das sind doch unsere Pfadfinder. Ja, da muss man aber überlegen, ist es angebracht, an so einem Ort auf diese Art und Weise aktiv zu werden. Und das hat Diskussionen auch im IRK ausgelöst, also Internationalen Rahmenzurückkomitee. Und es wurde dann im Grunde genommen beschlossen, also es sollen keine nationalen Symbole übermäßig gezeigt werden, sollen keine Fahnen mehr und keine Transparente und so weiter gezeigt werden. Und da sind wir von der Lagergemeinschaft nicht unbedingt damit einverstanden. Die Häftlingsorganisationen haben immer ihre Fahnen mitgebracht zur Befreiungsfeier. Und das kann man und darf man nicht verbieten. Das ist ein Symbol. Die Österreicherinnen kommen immer mit ihrem großen roten Winkel, und der ist zusammengesetzt aus lauter kleinen roten Winkeln. Und das sind Winkel von überlebenden politischen Häftlingen aus Ravensbrück, die zusammengetragen haben nach der Befreiung und dann für diese große Fahne im Grunde genommen gestiftet haben. Also etwas kann man nicht verbieten. Im Jahr 2018, das war also im vergangenen Jahr, hatten wir folgende Situation. Die polnischen jüngeren Teilnehmer haben sich ständig vor das Transparent unserer Lagergemeinschaft gestellt.
Und dann kam es zu einem Gerangel. Da haben Männer haben diesmal unser Transparent getragen. Und die Polen, diese Leute, der dunklen Habit mit den langen Röcken, die haben sich da immer davor gestellt. Das waren ziemlich große Kerle. Und da sind sie hin und her gerückt. Und also es war eine sehr unschöne Situation. Und das hat natürlich auch Diskussionen ausgelöst. Da hat sich unsere Lagergemeinschaft dann von dem Gedenkgang am Schwedsee abgesetzt, hat einen eigenen Gedenkgang gemacht, weil das auch nicht gut angekommen. Das Ergebnis war, es gab dann sehr viele Überlegungen, es gab dann auch einen Arbeitskreis, der sich damit beschäftigt hat, ja, wie können wir diese Sache verbessern. Inzwischen gab es dann auch wieder eine Reaktion des Internationalen Komitees dahingehend. Es gab eine Einladung für das Komitee für ihre Tagung in Warschau. Und diese Tagung, die wurde praktisch dominiert von Polen. Nur dominiert von Polen, sodass wir sagen, also das ist nicht korrekt, was diese Leute machen. Aber es hat die Unterstützung bestimmter unserer damaligen Generalsekretärin des Komitees und auch andere Leute, die also froh waren, dass das internationale Komitee auf diese Art und Weise von den Polen finanziert wurde. Eine Frau aus unserer Lagergemeinschaft sagte, wir lassen uns doch von Polen nicht kaufen, vor allem nicht von den Polen, den heutigen Polen, das ist ja wichtig. Es gab bei der letzten, jetzt beim letzten Gedenktag, gab es eine Einladung der polnischen Botschaft zu einem Empfang in der Mahngedenkstätte Ravensbrück. Ich habe damals gesagt, was soll das? Ist das jetzt ein Zeichen? Wollen die jetzt irgendwas wieder gut machen, weil sie im vergangenen Jahr uns provoziert haben? Die Lagergemeinschaft war eingeladen. Ich persönlich bin nicht hingegangen. Ich habe gesagt, ich lasse mich davon nicht einladen. Aber andere Leute haben eben den Dialog noch besucht. Aber im Grunde genommen ist es so, je mehr man nachrückt, umso mehr wird verlangt. Und was ich jetzt noch erfahren habe, im vergangenen Jahr lag ein Kranz von einer Organisation am Mahnmal, die nennt sich NSZ. Also ich bin keine Polenexpertin, aber ich habe gehört, das ist eine Organisation, die gegen die Nazis gekämpft hat, im Zusammenhang mit der Heimatarmee, der polnischen Heimatarmee damals, die sich aber dann abgespalten hat und extrem antisemitische Gedanken vertritt. Und diese Organisation hat Hausverbot in Ravensbrück. Und trotzdem ist es ihr gelungen, einen Kranz am Mahnmal niederzulegen. Und dieser Kranz wurde dann von der Gedenkstätte entfernt. Für das kommende Jahr hat Polen sich wieder etwas einfallen lassen. Diesmal soll der polnische Ministerpräsident sprechen. Ja, die Reaktion wundert mich nicht. Und gleichzeitig wollen sie ein großes weißes Zelt aufstellen, in das nur Polen rein dürfen. Das heißt also eine Abgrenzung, noch und nöcher. Sie sind der Auffassung, Antifa-Fahnen dürfen auf keinen Fall in Ravensbrück gezeigt werden, denn die Antifa, das sind doch alles Terroristen. Originalton der polnischen Vertreterin im Internationalen Komitee. Ja. Und die Gedenkstätte überlegt, was machen wir dagegen? Ausladen. Ja, die muss ja erstmal eingeladen werden. Aber laden sie den ein, haben sie Hemmung, ihn nicht einzuladen? Also das ist die Frage. Für die Gedenkfeier 2019 hat man sich in Ravensbrück etwas einfallen lassen. Die wurde im Garagentrakt gefeiert, also in einem großen Raum. Da konnte nicht viel passieren. Wir waren alle eng zusammengeflasht. Es war nur ein begrenzter Zugang. Viele Leute mussten draußen bleiben. Es konnte da nichts passieren. Und wie gesagt, mit so einem Kranz konnten sie immer noch rausschmuggeln. Wie soll das jetzt im nächsten Jahr weitergehen? Das ist die große Frage. Die Lagergemeinschaft Ravensbrück trifft sich übernächstes Wochenende hier in Heidelberg. Und dann werden wir beraten, wie gehen wir mit dieser Situation um. Damit mache ich jetzt erstmal Schluss.
Also, wir danken natürlich für diese, für alle, die was gesagt haben, die ganz viel gesagt haben. Ja. Und naja, jetzt machen wir eine Pause. Ja. Aber die Pause darf nicht länger sein als 30, nee, 15 Minuten. Ja, im Café Knallhart könnt ihr was essen, was trinken. Ganz klar, also gleich nebenan. Und da gibt es noch ein paar leckere Sachen, die die Leute da vorbereitet haben. Aber alles, was ihr da zu euch nehmt, ist Soli, eine Soli-Aktion für eine kurdisch-syrisch-Rojava-Hilfsorganisation. Denn da wird im Moment wirklich Hilfe gebraucht. Also esst, trinkt und gebt auch was in die Kasse, bitte. Und ansonsten, wir freuen uns auch, wenn mehr Leute mitmachen. Hier vorne auf am Büchertisch gibt es Visitenkarten von uns. Wenn ihr uns sonst nicht kennt, schreibt uns, guckt mal auf unsere Webseite, ruft uns an. Wir suchen noch Leute, die uns unterstützen, denn wir brauchen was für die Mahnwache Stutthof, die wir jetzt gerade bestreiten. Auch für die Mahnwache übrigens am nächsten Sonntag hier auf dem Karnevalplatz und auch für die Mahnwache am Stadthaus. Und was ich aber vergessen habe zu sagen, wenn die Pinguin Pandas, eine von unseren Freundinnen, ist krank. Und wir haben ihr versprochen, Penny, wir schicken dir Grüße von hier, damit du wieder gesund wirst. Können wir das machen? Grüße für Penny. Und natürlich auch an alle anderen, die nicht dabei sein konnten. Alle werden älter, Antje kann nicht mehr kommen, ist zu weit weg. Und andere liebe Freundinnen, die sonst in jedem Jahr dabei waren. So, Dankeschön. Und jetzt erst und trinkt und lasst es euch gut gehen. Gleich geht es weiter mit dem Konzert. Polen war die größte Häftlingskooperation. Die größte Welche? Ja, okay. Wir alle, die hier da hinten sitzen, hier der Blau ist schuld, das ist nicht da.
Aber wir müssen erstmal, wir machen Wünsche immer frei. Jeder darf sich wünschen. Ich glaube, ich brauche keinen Hallo. Ich suche raus. Und laut bist du auch. Und laut bin ich auch, und ich kann jetzt auch ein bisschen höhen, ja, dann bin ich besser. Siehst du, das waren die Beste. Ich mache einen Stuhl. Du hast einen Stuhl, bitte schön. Es ist sehr leise. Muss ich noch ganz schön, sehr ganz gesagt. Wer redet denn alle. Auf die Zuschauer, wie bestimmt das Programm entweder in der Welt? Natürlich. Also. Oha. Also. Ich bin neidisch. Nein, ich lasse nicht so, ich mache nur ein bisschen Mühe bei mir. Wir suchen so eine geile Stelle, dass wir nicht kriegen. Du kannst nicht reden so viel. Wir nehmen noch ein klein bisschen dich, dass wir sagen. Wir bleiben ja so, wie wir sind. Okay, also. So, dann sind wir eben nicht so. Ich bin so. Komm, du bist. So. Und jetzt das Fest. Seid ihr bereit? Thank you.
der knallt immer mit seinem Mikrofon. Dieses Lied ist die Hymne der israelischen Frieden-Jetzt-Bewegung, die 1973 entstand, nach dem Yom Kippur-Krieg, als die Israelis 10.000 Soldaten zu beklagen hatten, die sind gefallen. Und das bedeutete, dass fast jede Familie betroffen war. Das gab den Anschub für diese Bewegung Frieden jetzt. Und wir haben uns vorgenommen, dieses Lied so lange aufzuführen, bis in Palästina endlich die Zwei-Staaten-Lösung gefunden wurde. Aber wir können auch einfach mal. Aha. Also ich bin sicher verrückt. Wir haben eben ein Lied in der hebräischen Sprache gesungen. Und jetzt werden wir zwei Lieder in der jiddischen Sprache singen. Das erste Lied hat ein jüdischer Dichter und Partisan mit dem Namen Hirsch Glick geschrieben. Dieses Lied wurde sofort zur Hymne des jüdischen Widerstandes und wurde auch von anderen Partisanengruppen damals gesungen. Sage nie, du gehst den letzten Weg. Ich kenne was du bist, du bist im Weg. Und ich bin neuer, ich kenne neue Weg. Und wenn auf unser Ausgelände schon sind auch heute und auch wir sind im Dorf. Das Leben zu dir und es gibt dir einen Kuss. Auch dir Leben, auch dir Kraft. Es haut dir Hoffnung ein. Du spürst wieder deine Stimme und du kannst wieder schreien. Wie ein Feuervogel aus der Asche steigst du wieder auf. Kinderaugen, die glänzen, aus denen wir schauen. Und wieder Schritt für Schritt in die Zuversicht zu gehen. Neu geboren mit Kraft, um dieses Dasein durchzustehen. Das Leben geschehen. Von einem kleinen Jungen,
der sich in den Kopf gesetzt hat, er will auf einen Baum steigen und er will ein Vogel werden. Aber seine Mutter, die will das nicht. Sie sagt, du kannst doch nicht auf diesen Baum steigen, es ist eisig kalt, du wirst mir auf diesem Baum erfrieren. Der kleine Junge ist sehr traurig. Er sagt, meine Mutter hat es nicht gewollt, dass ich ein Vogel werde. Aber sie hat das nur getan, weil sie mich so sehr liebt. Das war ein Sprengkörper.
Die Ballade der Judenhure Mari Sanders von Bertolt Brecht und Hans Eisler. Nein, doch, er ist die bessere Hälfte. Zumindest
Aber Rossi musste sich leider aus beruflichen Gründen, aus zeitlichen Gründen und aus faulischen Gründen entscheiden, nicht mehr so oft auf die Bühne zu gehen. Er hat erstmal, meinte er, bis September Pause. Aber Rossi kenne ich seit der ersten Klasse. Wir waren sogar schon ein bisschen weiter als die erste Klasse. Wir sind schon bei der ersten Klasse. Wir mussten in die erste Klasse, wir wollten nicht. Aber und wir waren im gleichen Fußballverein, im gleichen Jugendzentrum Mitte der 80er Jahre. Kam dann die Hip-Hop-Kultur nach Deutschland und wir haben sie sofort aufgenommen. Vor allem die migrantischen Kinder haben das sofort aufgenommen. Und hatten irgendwann das Geld zusammen, um ins Studio zu gehen. Und nach dem Studiotermin waren wir entweder bei mir zu Hause oder bei den Trainings. Und Frau Penino hat mein Lied gesungen, so viel überzeugend, dass ich irgendwann zu ihr hingegangen und hat gesagt, Frau Penino, was ist das für ein Lied? Und sie sagt, das ist ein altes Arbeiter- und Partisanlied, das haben die Frauen auf den Reißzeiler genommen, das ist nicht der Job. Und ich bin von jeder Zeile überzeugt. Und wir wollten dieses Lied immer in eine Rap-Fassung umschreiben, umtexten, wie auch immer es heißen mag. Und dann haben wir Esther kennengelernt und haben es Esther vorgeschlagen, es gemeinsam nochmal reinzusehen. Und sie meinte unbedingt, denn es ist auch das Lieblingslied von Nissi Vigerano, ihrem Ehemann Johanns Papa, und jetzt schon fast 6 Jahren, sogar mehr als 6 Jahren, unser Opa, der vor circa 6 Jahren hat uns Esther hier beim Standesamt in Hamburg offiziell eingeengt. Singt jetzt einfach mit, weil hier bin ich mir sicher, dass viele das nicht kennen. Und wenn ihr es nicht kennt, schreit einfach mit. Irgendwas muss passieren. Lala geht immer.
Ja. Die Microformafia hat sich 1989 gegründet. Eines der beiden großen Ereignisse 1989. Das andere war, dass die Mauer gefallen ist. Und ein Jahr später die Wiedervereinigung. Es begann in Deutschland eine Zeit, die sich jetzt wiederholen scheint. Es begann mit dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen nach Kaiserswerda. Das sogenannte Sonnenblumenhaus wird in Rostock-Lichtenhagen 3 Tage lang von Neonazis belagert unter dem tosenden Applaus der Rostock-Lichtenhagener Stadtbevölkerung. Und immer mit dem Satz, man darf hier noch mal sagen dürfen. Und damals gab es eine Opfer-Täter-Umkehr. Es hieß, wenn ihr nicht hierher gekommen wärt, wäre es nicht passiert. Ihr seid Menschen, die nicht fliehen aufgrund von Krieg, sondern unsere Sozialkassen plündern. Und das wurde auch den Migranten und Migranten in Deutschland erzählt. Und so gesagt, es geht gar nicht um euch, es geht um diese ganzen Asylbetrüger und Asylbetrüger. Und wir haben mitgeschrieben. Plötzlich brannte das Haus der Familie Aslan in Mölln im November 92. Aber Mölln war irgendwie noch zu weit weg für uns. Auch wenn in den Flammen 2 kleine Kinder und die Oma der Kinder starb. Und am 29. Mai 1993 brannte dann das Haus der Familie Gentsch in Solingen. Und Solingen war nur noch 20 Kilometer von uns entfernt und wir waren wütend. Sind auf die Straße gegangen, haben die A3 in alle beide Richtungen gesperrt, haben Scheiben eingeschlagen, Laternen rausgerissen, zerstört, was uns in den Weg kam, weil wir so wütend waren. Aber eigentlich hätten wir vor allem über uns selber wütend sein müssen, weil wir bis dahin mitgeschrieben haben. Es gibt ein türkisches Sprichwort, das heißt, das Feuer brennt da, wo es hinfällt. Es wird also dem weh, der gerade das Opfer ist. Und so haben wir gelebt. Es gab dann einen großen Aufschlag, es gab Festivals, wir wurden als Vorzeigekanaken zu jedem Konzert, Multikulti-Konzert gerufen und wir dachten, wir bewegen was. Aber dann trat ein Schweigen ein, das den NSU ermutigt hat, 10 Jahre lang durch Deutschland zu ziehen, 10 Menschen zu ermorden und 2 Bombenanschläge zu verüben, von denen wir wissen, dass sie es waren. Unter anderem ein Lagerbombenanschlag auf der Kölner Kolbstraße, deren Anwohner ich war. Und einen Tag später waren wir schon alle Täterinnen und Täter. In der Kölner jetzt feststand, die Türken regeln ihre Probleme nur mal so. Die stechen zu, sind ein bisschen aggressiver als wir. Und Geschäftsleute, die sich streiten, zünden natürlich eine Lagerbombe, damit die ganze Straße zerstört wird. Das ist eben so. Und der Rechtsradikalismus wurde kategorisch ausgeschlossen. Aber wir sind eine Straße, wir sind Geschäftsleute, wir haben uns irgendwie gegenseitig nach 2-3 Jahren unterstützen können. Aber genauso wurde auch mit den Familienangehörigen der Mordopfer umgegangen. Im Fall von Theodoros Bulgaridis, der in München erschossen wurde, wurde die Tochter einen Tag nach dem Mord ins Präsidium gerufen. Und sie dachte, sie lag als Zeugin aus. Der Polizeibeamte sagt zu ihr, dein Vater wollte dich vergewaltigen, deswegen hast du ihn umgebracht. Du bist Hauptverdächtiger. Und so wurde wirklich mit allen Familien, die Mordopfer waren alles nachher Drogendealer oder Drogendealer. Und immer diese Behauptung, als sie die Behauptung aufgestellt haben, wussten sie, dass sie lügen. Und bis heute hat sich niemand dafür entschuldigt. Schlimmer noch, das Innenministerium geht hin und hat die NSU-Morde nicht als politisch motivierte Morde festgehalten. Natürlich, das war eine Beziehungssache. Und es ist nur selbst, wenn als wir mit dem Tribunal und der Initiative Kolbstraße überall gesagt haben, der NSU-Komplex ist nicht aufgelöst worden, wurden wir als Menschen dargestellt, die immer übertreiben würden. Aber der NSU hat auch, oder der Komplex, hat auch in Halle gemordet. Und er steht immer noch zu, er bedroht immer noch und ist immer noch eine Gefahr. Aber das will nicht gesehen werden. Stattdessen, unser größtes Problem sind ja im Moment wieder und immer noch die Geflüchteten. Warum kommen sie hier hin? Was suchen sie hier? Sie wollen unsere Sozialkassen plündern, die eh leer sind, aber darüber redet keiner. Es sind die üblichen Verdächtigen, die darüber reden, aber es herrscht wieder ein Schweigen gegen diese Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit. Warum kommen diese Menschen hier hin? Und den 10 größten Waffenexporteuren dieser Welt sind 8 europäische Länder, wie wir gerade wieder in Nordsyrien sind. Kriege rufen
Ruf tut hervor. Punkt. Und Großkonzerne beuten diese Länder aus für ihre kapitalistischen Interessen als Vittel, also als Nestle, für ihr Wasser Vittel. Der Stadt Vittel, das Wasser derart abgepumpt hat, dass sie selber kein Grundwasser mehr hatten und runter noch tiefer bohren mussten, gab es einen Aufschrei. Das ist Turbokapitalismus. Was soll das? Das macht Nestle seit 15 Jahren in Afrika. Täglich pumpen sie 50.000 Liter Wasser ab, packen es in Flaschen und verkaufen es uns für teures Geld und 2 Kilometer weiter verdursten und verhungern Menschen. Und da gibt es keinen Aufschrei. Und wenn wir es alle vorziehen, und das meine ich als Gesellschaft, und da soll sich jemand persönlich angegriffen fühlen, aber wir sind als Gesellschaft gefordert, vor allem menschlich. Es wird nie eine Politik geben ohne Menschlichkeit. Und wenn wir dem gegenüber das Schweigen sprechen, wird uns irgendwann das Schweigen selber schreiben. Dankeschön. Ich bin in Köln geboren.
Natürlich erkennt man das. Wir haben den Dom im Herzen gewählt. Aber Mutti sagt, ich sollte nach Hamburg ziehen. Und wenn es eine Stadt geben würde, außer Köln, dann wäre es wirklich Hamburg, das ist wirklich Tatsache. Aber nein. Ich muss über die Deutsche Brücke fahren und dann sehe ich den Dom und dann sage ich, Schluss jetzt! So. Aber in Wirklichkeit kommt er aus Ports. Wo liegt Ports jetzt? Schelsig, genau. Auf der Schelsig. Und so sieht es aus. Köln ist die einzige Stadt, in der rechts besser ist als links. So. Ich komme aus Ports. Angeber. Ich habe schon gestern. Ich schmeiß es wieder raus. Nein, ich bin überhaupt kein Lokal dafür. Also nein, ich bin wirklich kein Lokal. Also ich finde aber Köln ist eine besondere Stadt und darum ist dieses Lied auch in unserem Programm, weil es eine besondere Stadt ist und eine besondere Band, nämlich von einer Karnevalsband, die da heißen Die Höhle. Auf Hochdeutsch Die Hühner. Genau. Und, aber sie haben dieses Lied, keine Ahnung, sie singen jetzt nicht Viva Colonia. Oh, das ist auch bei uns. Und sie haben dieses Lied niemals in Kölner Karneval gesungen. Zumindest ist das wirklich so, bis wir es dann irgendwann gecovert haben. Dann mussten sie es einmal mit uns dort singen. Weil Karneval nicht recht war, aber jetzt nicht denken, dass wir Karneval sind. Und sie haben dieses Lied nach dem Proben von Ross und Schlangen, weil das wird auf dem Kölner Clubplatz gesungen, zum ersten Mal. Solidaritätsfestival mit den Betroffenen dieser Pogrome. Und dabei standen wir im Publikum, vier junge, aufstrebende, motivierte Künstler. Und wir haben dieses Lied gehört und haben gesagt, wir erzählen die Geschichte unserer Eltern und irgendwann werden wir die Geschichte aus unserer Sicht erzählen. Und dann waren wir plötzlich Mitglied der AGA Schulzengo sogar und durften zum 10-jährigen Jubiläum dieses Lied covern. Es ist ein Gespräch zwischen Vater und Sohn über ihre Sicht der Migration, über ihre Erlebnisse wiedergegeben vom Sohn. Und ich habe mal einen Schüler von mir gefragt, er sollte doch bitte ganz kurz die Migrationsgeschichte in Deutschland beschreiben. Er meinte, mein Opa war Gastarbeiter, ein komischer Begriff, normalerweise müssen wir jetzt nicht arbeiten. Mein Vater Ausländer und ich bin ein Junge mit Migrationshintergrund. Punkt. So einfach ist das zu erzählen. Man hat jedem mal einen Namen gegeben. Aber inhaltlich hat man nicht daran gearbeitet, auf beiden Seiten. Jetzt gibt es einen neuen Begriff, transkulturell. Und wir leben jetzt Transkulturalität hier in der HWP. Denn ihr bekommt Crashkurs und Kölsch. Bitte achtet auf den Refrain. Ihr muss sitzen. Bestimmt an einer Stelle muss ein Wort passen, sonst ist es kaputt. So, ich mache das vor. Ihr macht es bitte nach. Schön laut. Leider, 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 leider. Du nimmst es.
der Himmel für mich wieder hoch. Ja, wann geht der Himmel? Sich ein Leben aufgebaut und gehofft, bis uns dann so ein Schwert weggewischt hat von der Erde. Man trieb uns wie Lämmer so oft. Und eins, zwei, drei, wo sind Frau und Kind, dein ganzes Gesind? Frag wohin, warum und wofür? Doch Brüder, einen anderen Rhythmus werden wir bald schon hören. Die Ghettos, die Gassen verlassen. Jeder Tritt hat einen Klang, einen anderen Gesang. Wenn du weißt, wohin du gehst und wofür. Wir sind aufgeregt, wie viel ich habe Angst, wie noch nicht. Ich spreche voller Angst, ist immer Zweifel zu mir. Schäden, die uns so stark wie aus unseren Häusern ziehen. Es ist endlich der Tag, komm auf uns her, schon finstern und von so verzweifeln, dann wird sie kalt und lächeln zu kennen. Ist da, wo gestern Kinder schrien, das hat heute der Tod. Da, wo gestern die Sonne schien, ist der Himmel glutrot. Sturm und der Stadt stehen wir.
wundern über das nächste Lied, weil dieses Lied ist ein deutscher Schlager. Mit dem Namen Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. Warum singen wir dieses Lied? Weil dieses Lied mir in Auschwitz das Leben gerettet hat, indem ich eigentlich, was ich gar nicht konnte, Akkordeon spielen musste und dieses Lied mir befohlen wurde zu spielen. Ich habe das irgendwie geschafft, ich weiß selbst nicht mehr wie. Ja? Und deswegen habe ich also nicht mehr so schwere Arbeit machen müssen. Ich musste vorher ganz schwere Steine stecken und ich war schon am Ende meiner Kräfte. Und dann wurde ich in das Orchester aufgenommen. Und deswegen singen wir jetzt dieses Lied. Und wer das Lied kennt, der singt bitte mit ganz laut. Thank you.
Das war jetzt heute die Aufwärmphase. Wenn Mutti Ries bei den Konzerten macht, sie das ja normalerweise vor dem Konzert, da sind die Menschen betroffen, in der Schütze natürlich zu Recht, aber zugleich auch fasziniert von dieser unvergleichlichen, unkopierbaren, unermüdlichen, niemals aufgebenden, kraftvollen. Es gibt gar nicht genug Attribute für Esterbecher Gabo. Warum tut die Vorsicht das halt? Was hast du gesagt? Das möchte ich auch mal wissen. Beim ersten Mal trinkt er, aber jetzt weiß ich, dass er es nur sagt. Und jetzt weiterhin. Also es liegt daran, dass die DGB-Jugend aus Düsseldorf auf mich zugekommen ist und hat gesagt, guck mal, wir wollen im Rahmen der Kampagne Stau statt rechts und zwar mal Jugendliche zugänglicher machen, was ich mir da vorstellen könnte. Und ich habe mich an meinen Deutschunterricht erinnert, also nicht in dem ich saß, sondern in dem ich mit meiner Kollegin lernen durfte. Und dort sollten wir Schülers Bürgschaft mit meinen Schülerinnen und Schülern behandeln, das war eher Fairhandel, weil sie hatten keine Lust. Also habe ich vor die Klasse gestellt, habe Schülers Bürgschaft gerappt und das fanden sie nachher cool. Und haben dann ihre eigenen Texte zur Bürgschaft geschrieben und weitere literarische Texte verfasst tatsächlich. Und ich habe gesagt, was hier funktioniert, könnte auch funktionieren, indem wir Bücher, Tagebücher, Briefe von ehemaligen Inhaftierten in den KZ und Ghettos rappen. Nur mit Schiller, Brecht, Rilke, also wir rappen die Klassiker daraus gemacht, tue ich keinen weh und wenn er nur künstlerisch hat, wäre es mir egal. Aber bei derartigen Texten hätte es sein können, dass Menschen, die das erlebt haben, oder die Angehörigen, glauben, dass wir sie verhöhnen oder das Erlebte relativieren. Ich habe gesagt, ich brauche jemanden, der mir sagt, was darf ich und wo gehe ich zu weit? Und habe dann erfahren, dass unsere ach so tolle neue Idee gar nicht so neu ist, nämlich dass Esther mit ihren Kindern Joram und Edna in der Band Coincident schon das alles gemacht hat. In Schulen gegangen, Konzerte gegeben, diskutiert, gelesen, informiert, all das haben sie schon gemacht, nur ohne Rap. Und ich habe Jogams Nummer bekommen, habe Jogam angerufen und Jogam war von der Idee sehr angetan, er meinte, boah, die Musik gefällt mir überhaupt nicht. Yeah. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, allein die Texte versteht man nicht. Und wenn man sie versteht, hätte man sie besser nicht verstanden. Also ich glaube, das wird nichts. Und dann habe ich ihn gebeten, die Koalition-CD zu schicken, das hat er getan. Und wir haben drei Lieder geschrieben, haben sie ihm geschickt. Und er meinte, die Musik ist nicht schlecht, aber immer noch nicht meine. Aber die Texte sind was Besonderes, weil sie genau das wiedergeben, was wir auch in unseren Texten den Menschen mitteilen möchten. Das kann tatsächlich funktionieren, du darfst Mutti anrufen. Und ich habe Mutti angerufen mit dem für mich seit 1989 vollkommen normalen Satz, der ist der Kopf von der Mikrofon Mafia. Totenstille. Ich dachte, Frau Stefano damals so, hat schon aufgelegt, da brüllte den Hörer, warum ruft die Mafia bei mir an? Ich habe gesagt, wir sind eine Musikband und die einzige Mafia, die die Welt braucht, dann hat sie gesagt, das ist ein bescheuerter Bandname. Mit diesem Namen haben so einige Menschen ein Problem. Wir waren mit Rossi alleine, aber auch mit den Mechanos auf Italien-Tour und auf Sizilien in der Afrika. Wir haben das gar nicht verstanden, was für Probleme wir haben. Aber in Fürth war es ein besonderes Ende, bitte? Die Krönung. Die Krönung, ja. Das kann man nicht erfinden. Ich glaube, warum das da wird, sind wir jetzt schon nicht mehr. Also die evangelische Gemeinde Fürth organisiert ein Konzert mit Antifaschisten aus Fürth in der Stadthalle Fürth, Mechagano und Mikrofon Mafia. Ab dem Punkt, an dem sie erfahren haben, dass die Mikrofon Mafia zu ihrem Konzert kommt, hat die evangelische Gemeinde gesagt, wir können auf unseren Flyer nicht Mikrofon Mafia schreiben. Was soll unsere Gemeinde von uns denken? Was soll Fürth von uns denken? Aber es wurde darauf bestanden, sie haben gesagt, okay, wir machen's. Von dieser Diskussion haben wir bis zum Tag des Konzerts nicht erfahren. Wir kommen rein, die Geschichte wird uns erzählt. Wir nehmen den Flyer in die Hand und da steht original drauf: Mikrofon Maria.
mit einem Buchstaben eine himmlische Welt. Und da warst du so, nein, da ist die Maria drauf. Wieso ist die Maria drauf? Und wieso? Da ist ein Druckfehler. Ja, ein Druckfehler, klar. Aber nicht nur die Menschen mussten von uns lernen, wir mussten auch untereinander lernen, denn es war genau an diesem Ort vor fast 9 Jahren. Wir gaben ein Konzert hier in der HBP und alles war voll. Und der Rosti, so wie wir Rapper das machen, wie ich das eben auch gemacht habe, schreit euch gerade an, seid ihr alle da? Ich stand genau hier und Mutti stand da und ich schlägt mir richtig fest in die Rippen und sagt, warum fragen wir so doof? Ihr seht die doch. So haben wir angefangen und wir wollten nicht nur 6 Lieder machen. Aus den 6 Liedern sind 2 Alben geworden, es sind 2 Filme geworden. Einmal der Film über unseren Beginn, Calamita, dann der Film über unsere so Kuba-Tour gemeinsam mit ganz vielen Menschen, die auch heute Abend hier sind. Eine einmalige Tour, ein einmaliges Erlebnis mit all den Schwierigkeiten, aber das hat gezeigt, dass Solidarität Menschlichkeit bedingt. Und das haben wir gezeigt, war eine tolle Truppe und das ist auch in den Videos zu sehen, dass da drin ist. Diese DVD, diese Jubiläumsbox gibt es gleich dort, konnte ich das jetzt erwerben. Wir verkaufen hier nicht nur Gemüse und Obst, sondern auch CDs und Bücher. Wir haben 2 Titel. Die Box gibt es da drüben, die beiden DVDs, die beiden Alben. Es gibt eine CD mit allen Texten von diesem Album. Es gibt das Buch von Mutti, Erinnerung. Das geht sie auch hier. Es gibt auch das erste Mal in Hamburg, am 29.01. und 30.01. Es gibt auch eine Lesung dazu. Eine ehrenwerte Familie, Michael von Mafia, mehr als Musik. Es ist die Geschichte unserer Eltern, wie sie nach Deutschland gekommen sind, warum wir mit dem Rap angefangen haben, wie der NSU und die Pogrome Anfang der 90er reingewirkt haben. All das gibt es dort gleich häufig zu erwerben. Da mache ich auch Schluss. Das Besondere ist, dass wir eigentlich nur ein paar Konzerte spielen wollten. Aus den paar Konzerten sind allein in den letzten 3 Jahren fast 300 Konzerte geworden. Der Applaus geht wirklich zu zweit. Natürlich mit der Mutti, die Kraft immer wieder aufbringt, auf die Bühne zu gehen. Also, ich muss jetzt mal etwas sagen. Ich will nicht deine Mutti, sondern ja. Ich bin deine Oma. Aber okay, ihr seid Zeuge, ich darf Oma sein. Ich habe immer ein Problem damit gehabt, Oma zu nennen. Du bist auch nicht meine Oma, so, dann machen wir es jetzt richtig, sondern Sattler. Ist doch richtig, ne? Auf Hebräisch? Ja, auf Hebräisch. Du hast nicht Deutsch, Hebräisch, ich kann auch Türkisch. Nee, kann ich auch nicht. Ich kann auch Italienisch. Mama. Mama ist super, ne? Mama. Mama. Das ist das Publikum. Hilf mal, ey, bitte. Warum ist denn das Publikum wünscht sich Esther. Esther? Wer hat das gesagt? Ja, ein scheiß Esther. Ja. Ach so. Wer hat das gesagt? Ich habe das da von links gehört. Ja. Legt sie sich nur gut. Okay. Privat nicht, darf ich essen? Nein. Egal. Das kennen wir nicht mehr. So, ihr seid jetzt schon wieder zu sprechen. Also, warum machen wir das? Es ist die Kraft eben, Muttis, dass sie sagt, dass sie auf die Bühne. Ja, ich kann nicht leider schon jetzt von aufhören. Das ist jetzt. Auch du, mein Sohn Brutus, ey, wirklich. Von so vielen Leuten. Ich habe Geschichte mit dir gesehen. Ich bin seine Mutti. Ja. Und deine Oma. Und du hast viel. Du hast eine Mutti. Außerdem bin ich Esther. Oh. So, ein großer Applaus für Frau Becherano. Ich bin die ganze Zeit darauf hinaus. Natürlich ist die große Kraft und die treibende Kraft Esther. Aber vor allem auch Joram. Ich weiß, das gefällt dir nicht. Aber Joram ist der, der sie immer abholt, hinfährt, sich um sie einmalig kümmert. Und ohne Joram hätte es diese Familie schon seit langem nicht mehr gegeben. Deswegen ein riesengroßer Applaus auf Joram. Esther sagt immer, dass sie auf die Bühne geht, das ist ihre Kraft. Dass sie auf die Bühne geht, singt, liest und
und erzählt, dass es ihre späte Rache an den Nazis, da bleibt es unzusagen, es ist seine Ehre, ein Teil deiner Rache sein zu dürfen. Wie war das?